Um das mal gerade wegzusagen. Menschen sind dumm. Die meisten wissen das auch. Oder die meisten, was heißt wissen? Können es nachvollziehen. Ja. Das ist alles. Alles, was es auf der Welt gibt, was wir nicht erklären können. Auch, also die Sachen, die wir erklären können und auch die Sachen, die wir nicht erklären können, ist ganz einfach gesagt. Einfachste Chemie, einfachste Physik, einfachste Biologie. Gut, vielleicht nicht zwingend einfachste, aber auf jeden Fall sind es diese Sachen. Ganz einfach gesagt. Ich glaube an keinen Gott und ich werde es auch nie tun. Hoffentlich. Muss ich einfach mal so krass sagen. Hoffentlich, ja. Ich weiß nicht. Also, hier müssen wir das gerade mal so zumachen. Ich weiß nicht. Ich möchte das auch einfach nicht. Ich glaube, ich möchte das auch einfach nicht. Ich möchte an keinen Gott glauben. Weil was bringt es mir? Ne, warte mal, das war doch schon wieder falsch, ja. Aber das muss alles nochmal ins Höhe und dann durchgezogen werden, so. Was bringt es mir? Es gibt ja, es, wie gesagt, ich will den Glauben nicht schlecht reden, um Himmels Willen. Ich weiß, Glauben gibt Halt, Glauben macht ganz viele tolle Sachen mit den Leuten, die glauben. Und ich gönne diesen Glauben auch jeden, auch meine Freundin zum Beispiel glaubt jetzt nicht zwingend an Gott, aber glaubt an ein Leben nach dem Tod. Auch das halte ich für kompletten Blödsinn, muss ich ehrlich sagen. Das weiß sie auch, dass ich das für Blödsinn halte, aber ich werde es ihr nicht schlecht reden. Das möchte ich nicht. Ich möchte es ihr nicht schlecht reden, weil es gibt ihr einfach Halt, es gibt ihr einfach den Gedanken, ja, dass ihre verstorbenen Geliebten ja irgendwo da noch sind und einfach, ja, weiß ich nicht, in ihrem persönlichen Paradies weiterleben. Und das, ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man sowas glauben möchte und an sowas glauben kann und will und dass es einem halt gibt. Aber ich persönlich halte es halt für Schwachsinn. Muss ich einfach so sagen, wie es ist. Weil, keine Ahnung, ich kann mich damit einfach überhaupt nicht anfreunden, mit dem Gedanken, dass es da eine höhere Macht oder irgendwas gibt. Ach, ich weiß nicht, Alter. Warum eine höhere Macht? Wofür? Macht das überhaupt... Das macht überhaupt keinen Sinn. Höhere Macht, höhere Wacht. Und warum ist diese höhere Macht dann nicht fähig dazu, den Menschen zu helfen, anstatt es, dass sie sich früher oder später selbst niederzwingen? Keine Ahnung, wie man es sagen will. Weil die Menschheit wird sich früher oder später selbst niederstrecken, sind wir ehrlich. Wie könnte es auch anders sein? Wie könnte es auch anders sein? Die Menschheit wird irgendwann vor die Hunde gehen. Na, einfach vor die Hunde gehen. Eiskalt. Und das kann man sich auch nicht schönreden. Denn die Menschheit ist auf dem besten Weg dahin. Auf dem allerbesten Weg dahin. So, machen wir das mal hier so. Dann machen wir mal so einen kleinen Balkon. Also wirklich einen ganz kleinen nur. Aber das reicht ja auch. Wir wollen ja hier keinen Traumurlaub machen. Wir wollen ja hier... Ja, ne? Vielleicht machen wir da nochmal so kleine Stützpfeiler runter oder sowas. Ich glaube, das fände ich ganz, ganz gut. Machen wir dann. Ja, wir brauchen halt viel mehr Wolle, um das hier weiterzumachen. Gefällt mir jetzt alles noch nicht so richtig. Mal gucken, wie es dann mit Dach wirkt. Jetzt müssen wir... Wie es mit Dach wirkt. Jetzt müssen wir halt das, was wir da eben unten gemacht haben, auf diese Höhe bringen. Das wird ja witzig. Dafür müssen wir uns mal eine Art Gerüst bauen, glaube ich. Sonst klappt das alles nicht. Da holen wir uns mal Erde für. Machen uns dann ein schönes Gerüst da hinten hin. Und dann bash das. Dann bash das. Erde. Und dann brauchen wir noch ganz, ganz viel, Kobbel. Oh, komme ich hier jetzt echt nicht durch? Kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Kann ich hier lang? Oh ja, ach.
Ja, raus hier. Nice. Ah ja, hier kommen wir natürlich auch nicht lang, weil da die blöden Slabs noch sind und alles. Aber hier können wir reinspringen, guck mal. Ja, passt. Geh mal weg, Schwein. Du dummes Schwein. So. Da können wir ein bisschen auf Ferdinand rumreisen, weißt du? Dann ist Ferdinand auch nicht so einsam. Bleib schön hier. Komm. Okay, dann bauen wir uns jetzt hier ein schönes Gerüst. Hier. Auf welche Höhe müssen wir denn? Ich glaube, die Höhe ist... Ich glaube, die Höhe ist fast besser, ja. So, hier müssen wir dann auch noch hin. Machen wir mal so. Und dann gehen wir noch ein Stück in die Richtung. Und dann können wir hier unser Geschwirbel wieder dran bauen, was wir da eben unten schon hingebaut haben, dummerweise. Ist das überhaupt richtig? Ne, wir müssen da dran bauen. Ah. Ich hätte es wieder fast falsch dran gebaut, ne? Ich alter Schlaufuchs. So, so, warte mal. Komm her. Komm. Ja, komm hoch. Ja, komm. Warte, ich komm mal runter. Eins. Ja, komm schon. Nice. Eins. Ja, so ist gut. Huch. Und jetzt noch einmal nach dort vorne bauen. Und dann können wir hier unser Geschwirbel, wie gesagt, wieder dran bauen. Dann passt das. Dann passt das. Und dann bin ich sehr proud auf mich, weil ich das so easy peasy geschafft habe. Easy peasy. Beim ersten Anlauf alles geschafft. Und Schlepps. Genau. Wollen wir dann erstmal wieder die Schlepps dran machen? Das wäre dann hier. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Immer in die Mitte. Ja, immer in die Mitte. Nice. Ja. Einmal diesen, einmal diesen, einmal diesen. Zack. 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 Und zack. Und zack. Und kack. Und zack. Und zack. Und kack. Und zack. Und zack. Was haltet ihr von Religion und Glauben und so einem Kram? Habt ihr da eher Verständnis für? Habt ihr da eher, glaubt ihr vielleicht selbst auch an Gott oder an irgend so eine... Muss ja jetzt nicht der Gott sein, kann ja auch ein anderer sein. Ein Allah oder ein Schmaller oder ein Buddha oder ein Fudda oder Mutter. Glaubt ihr an eure Mutter vielleicht sogar? Man weiß es nicht. Und es gibt ja so viele Gottesbilder, Gottesbilder, Gottessöhne und... Mann, warum? Warum auch 100 Stück? Warum muss es denn in jedem Land irgendwie einen eigenen Gott geben? Was ist der Sinn? Ja, also wenn es einen Gott gäbe, dann würde er dafür sorgen, dass jeder an ihn glaubt und nicht an irgendwen. Alter. Das macht alles so keinen Sinn. Es passt alles nicht zusammen und... Ja. Muss ja mal gesagt werden. Muss ja einfach mal gesagt werden. Aber wie gesagt, jeder hat seinen Glauben. Ich möchte ihm niemanden ausreden. Du kannst mich jetzt auch als Ungläubigen hinstellen. Und wenn du mich siehst, kannst du mich auch in die Luft jagen, wenn das dein Bedarf ist. Nee, ich meine, richtig religiöse Menschen, also die wirklich glauben, die machen ja so einen Blödsinn dann auch nicht. Das sind ja dann eher diese Extremisten, die den Glauben nur als Vorwand nehmen und so weiter. Das ist ja dann wieder was ganz anderes. Ein ganz anderes Thema. War auch nur ein Späßchen, ne? Nimm das nicht so krumm. Ne, wie gesagt, du kannst mich jetzt als Ungläubigen hinstellen, du kannst es akzeptieren oder nicht, dass ich nicht glaube, dass ich ein stolzer Atheist bin, so gesehen. Kannst du hinnehmen oder nicht. Und ich kann deinen Glauben auch hinnehmen oder nicht, aber ich nehme ihn hin. Ich nehme ihn hin und ich komme nicht umhin zu sehen, dass ich zu wenig Treppen dabei habe. Jeder glaubt, wie gesagt, was er will. Und das ist Zelda, das Lied vom Tempel der Zeit. Treppen. So viele werden wir nicht mehr brauchen. Machen wir uns vielleicht nochmal so 9. 9 geht gar nicht. 12. Das dürfte dann aber echt ausreichend sein eigentlich. Eigentlich. Na, bauen wir uns hier wieder in die Mitte rein. Zack, zack. Na, komm schon, bau. Und klemm da hinten die Treppen noch mit ran. Und
So. Sauber. Hätten wir das geschafft? So weit, so gut. Ah, komm schon. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch so in der Schule aussieht, wie das da so mit Religionsunterricht und so weiter ist. Muss da drauf geachtet werden im Religionsunterricht, was für Glauben so anwesend sind? Bei uns war das ja nicht so. Wir haben halt fast ausschließlich was über ein Christentum gelernt. Wir haben auch andere Weltreligionen behandelt. Buddhismus und hier Allahismus, keine Ahnung, Muslime, genau. Das haben wir zwar alles behandelt, aber wirklich, also größtenteils und hauptsächlich ging es um das Christentum. Und wie ist es bei euch so? Ist es da auch so? Oder ist es da halt echt so, dass ihr drauf achten müsst, welche Religionen da drangenommen werden und welche eher nicht? Oder wie ist es? Wir machen uns das Dach jetzt aus... Das Dach könnte man natürlich aus Holz machen. Auch. Würde ganz gut zu einer Scheune passen eigentlich. Eher holzig, ne? Scheunen waren ja doch eher Holz. Das sieht alles von draußen noch nicht so... Gut, das Dach fehlt jetzt natürlich noch. Vielleicht macht es das dann ein bisschen förmiger. Ich weiß es nicht. Sieht aber alles noch nicht so geil aus. Na, wir schauen mal. Vielleicht verdecken wir das einfach alles mit Bäumen nachher. Mit möglichst großen, dicken Bäumen. Nee. Ja, das Dach. Wie machen wir das Dach? Ich glaube, ich brauche so viele Carpenter-Treppen wie noch nie. Weil ich das gerne aus diesem... Nee, wir machen es aus Holz. Aber ein paar Carpenter-Treppen brauche ich dennoch. Ein paar Carpenter-Treppen brauche ich dennoch. Ja. Werden wir dann auch sehen, wofür. Oder mache ich es komplett aus Stein? Oh, Mann. Wir nehmen uns, Wie macht man denn das? Oder machen wir es komplett aus Holz? Sieht aber bestimmt auch blöd aus dann, oder? Sieht doch dann bestimmt auch blöd aus. Oder komplett aus Stein? Das ist gar nicht mal so einfach. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Stein, wo es Treppen gibt. Vielleicht auch Slabs. Nehmen wir uns mal hier Mammutholz mit. Gerade mal. Wir machen uns dann nämlich mal Carpenter-Treppen. Dafür brauchen wir erstmal Holz, klar. Holz. Okay. Oh, jetzt wird es aber schon ein bisschen eng. Sticks. Es wird schon ein bisschen eng im Inventar gerade. Lass mal kurz den Chisel wegtun. Und lass mal kurz die Slabs wegtun und die Leitern erstmal. Damit wir hier in Ruhe machen können. So, jetzt haben wir hier 6 Stacks. 8 Stacks. Die Kerze macht mich fertig. Und dann stacken wir das hier rein. So, okay, okay. Und du noch und du dazwischen und BAM! Haben wir ein paar Carpenter-Blocks. Und daraus machen wir uns jetzt schön Treppen. Ja, das sind gerade mal 2 Stacks. Ist gar nicht mal so viel. Machen wir das nochmal so und... So, dann haben wir 3 Stacks. Und das wird ja hoffentlich reichen. So, jetzt müssen wir den Chisel wieder rausholen. Denn wir müssen jetzt das hier alles... Ne, das war ja alles Stein, oder? Ne, hier haben wir einen. Da zieht Pflasterstein. Sehr schön. Sehr schön. Dann machen wir das nämlich erstmal daraus alles. Bei Steinziegeln. Ja, alles gut. Lassen wir erstmal weg. Hier haben wir noch Stein, Steinziegeln. Hier haben wir noch ein bisschen Mammutholz. Da könnte man da noch mehr Treppen draus machen, theoretisch. Müssen wir aber auch nicht. Gut. Dann versuchen wir uns mal an einem Dach, hm? Wir werden so viel von diesem Pflasterstein brauchen, dass wir das Dach im Leben jetzt nicht fertig kriegen. Im Leben nicht.
Okay. Also wir müssen hier anfangen und bauen erstmal 2, 3 nach oben. Das war gerade so einfach. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Wunderschön. Mein Kommentarstil ist einfach der beste der Welt. Kommt das jetzt nachgesteckt? Ja.